Was geht ab, Leute? Euer Pax wieder am Start und heute möchte ich euch ein paar Tipps und Tricks sagen, wie ihr in der Web-App-Zeit ordentlich Münzen machen könnt in FIFA 15 Ultimate Team. Ja, Leute, ich vermute, dass die FIFA 15 Ultimate Team Web-App am 12.09. rauskommt. Das ist der Freitag in 2 Wochen. Ja, Leute, dann fangen wir mal an mit dem ersten Tipp natürlich. Wenn ihr seht, dass die Ultimate Team Web-App rausgekommen ist, versucht euch so schnell wie möglich einzulocken, die Tagesgeschenke abzugreifen oder das Tagesgeschenk und natürlich die Treue-Packs. Treue-Packs ist immer verschieden, wie viel man bekommt. Hängt damit halt zusammen, wie oft man FIFA 14 Ultimate Team gespielt hat, aber ich gehe mal davon aus, dass jeder so 2 bis 3 Goldpacks bekommt. Und ja, diese Goldpacks sollt ihr eigentlich gleich am Anfang öffnen und alle schlechten Spieler, sagen wir mal unter 79, unter 80 verkaufen, weil diese sind eigentlich fast gar nichts wert. Wenn nicht, schaut einfach nochmal alle Spieler nach und schaut nach und wenn die irgendwas ja ein bisschen was wert sind, sage ich mal 1 bis 2000, verkauft die und alle besseren Spieler als 80, sage ich mal, ein André Schöler, der hat 82 oder 83, keine Ahnung, irgendwie so in dem Dreh, auf jeden Fall behalten, Leute. Wieso behalten? Das kann ich euch ganz einfach beantworten, sage ich mal, ihr schaut nach und Schöler ist 5000 wert und ihr wollt ihn verkaufen, Leute. Nein, so geht's natürlich nicht. Nein, Leute, nein, 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 nein. André Schöler, sage ich mal, ist 5000 in der Web-App Zeit wert. Auf jeden Fall müsst ihr ihn aufbewahren und ja, circa 2 bis 3 Wochen nach dem Konsolen-Release erst verkaufen, Leute, weil dann ist André Schüler mindestens 25 oder 30.000 wert, Leute, und das ist natürlich schon eine Hausnummer, jetzt für 5.000 zu verkaufen oder für 30.000 zu verkaufen. Also wartet lieber mit den guten Spielern und verkauft sie später. Das ist eigentlich mein bester Trick oder mein effektivster Trick. So, Leute, dann kommen wir gleich zum weiteren Tipp, nämlich gute Goldspieler für wenig Geld kaufen und entweder gleich weiterverkaufen oder behalten. Gute Goldspieler wären natürlich, ja, keine Ahnung, irgendwelche gute Spieler könnt ihr eigentlich selbst entscheiden. Gute Spieler wären natürlich mit viel Pace oder 5-Sterne-Skiller. Das sind alles gute Spieler mit viel Dribbling, mit viel Schuss. Kopfball sind nicht so wichtig, passen auch nicht. Und ja, Defensive, viel Verteidiger natürlich auch wichtig. So, Leute, dann kommen wir zu meinem vierten Trick, nämlich so viele Münzen, ja, zu versuchen zu erhandeln, wie es geht, so viele Münzen zu behalten, wie es geht. Natürlich, wenn ihr, sage ich mal, 15.000 habt, dann versucht natürlich auch in teure Spieler oder in bessere Spieler zu investieren, sage ich mal. Wenn jetzt ein Neymar 20.000 wert ist, dann holt euch einen Neymar, Leute, der wird dann mindestens über 150.000 wert sein beim Konsolen-Release oder ein, zwei Wochen nach dem Konsolen-Release. Auf jeden Fall kommen wir gleich zum weiteren Tipp und Trick, nämlich wenn ihr echt Geld geplant habt zu investieren, dann zieht diese Packs am Konsolen-Release. Ja, Leute, am Konsolen-Release und alles davon verkaufen, Leute. Außer ihr bezieht jetzt einen guten Spieler, sage ich mal, Ronaldo, Messi, Robben, Ribéry oder keine Ahnung. Auf jeden Fall solltet ihr von diesen Packs nichts abstoßen, Leute. Nichts abstoßen, weil alles ist irgendwas wert. Sogar ein Goldvertrag kann ich bedenken, dass er 400 oder 500 wert ist. Und das ist am Anfang schon richtig viel, Leute. Weil für 500 Münzen bekommt man schon Non-Rare-Goldspieler. Und ja, Non-Rare-Goldspieler ist am Anfang eigentlich auch gar nicht so schlecht. Ja, Leute, auf jeden Fall kommen wir jetzt zum nächsten Trick, nämlich versucht ordentlich in Form zu bekommen, sage ich mal. Im ersten Team der Woche ist ein, ja, wen sagen wir es, ein Lewandowski. Und ein Lewandowski hat 89 oder 88, sage ich mal. Und den seht ihr in der Web-App-Zeit für 20.000 und ihr habt 20.000, dann kauft euch natürlich einen Lewandowski, weil der wird natürlich nach den Konsolen-Release eigentlich wie fast alle Spieler richtig hochgehen, Leute. Und Lewandowski in Form, der wird bestimmt auf 300, 400.000 gehen oder mindestens 500.000 oder keine Ahnung. Wird auf jeden Fall im dreistelligen Bereich sein, also im dreistelligen K-Bereich sein. Und ja, wenn man diese Informs gekauft hat, sollte man mindestens 1 bis 2 Monate warten, weil diese Informs steigen noch richtig an. Und diese halt dann verkaufen und sich über diese Coinsumme freuen, die man da oben zu stehen hat. Auf jeden Fall war es das eigentlich hier mit den paar Tipps und Tricks. Wenn euch ja die Tipps und Tricks gefallen haben, dann schreibt in die Kommentare. Vielleicht habt ihr noch andere Tipps und Tricks, die ihr mir geben könnt. Dann schreibt natürlich in die Kommentare, würde ich mir sehr freuen. Und natürlich könnt ihr auch in den Kommentaren schreiben, wie ihr so in der Web-App, in der FIFA 15 Web-App-Zeit vorgehen würdet. Und ja, das war's eigentlich schon von mir aus. Wenn euch das Video gefallen hat, würde ich mich über positive Bewertungen freuen, über ja, Feedback in den Kommentaren. Und dann sehen wir uns morgen wieder bei Ronaldos Casino. Und dann würde ich sagen, haut da rein, euer Pax Trader. Ciao!